Dansen. Galf, grüße Keno. Was geht ab? Nein, lass den an. Ich lass Autotune an. Ja, auf jeden Fall. Krieg ich ja auch Autotune. Nee. Warum? Wegen Hierarchie. Okay. Wenn du schon so reinredest, dann mach du gleich die Begrüßung. Jetzt hast du mir aber reingegangen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ihr seid hier bei der Dance and Freestyle Show. Heute zum allerersten Mal mit den super, super special Guests Keno und Galf. Motherfucker. Hm. Jungs, grundsätzlich ist Freestyle, es ist alles erlaubt. Wir haben, wenn euch die Themen ausgehen, haben wir euch Karten geschrieben. Da könnt ihr reingucken und so ein bisschen Footage holen. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, es ist nicht nur ein YouTube-Podcast, sondern auch ein, wir haben quasi auch reine ZuhörerInnen, die kein Bild dazu haben. Und vielleicht können wir die mal so ein bisschen ins Setting mit reinnehmen. Okay, ich trage ein Portland Trailblazers Trikot, natürlich von Logo Lillard, dem besten aktuellen Spieler auf dem Planeten. Tschüss. Welcher Sport ist das? Kung Fu. Du guckst mich so ganz böse an jetzt. Kung Fu. Es ist Basketball und alles andere ist mir grad egal. Okay. Basketball ist gutes Thema, weil wir einen Song zusammen haben, wo es drum geht, wer hier der Player ist. Der Player ist wer? Ich bin auf jeden Fall gerade kein Connoisseur. Sir. Sir, Sir, yes, yes, Sir. Sir. Was ist eigentlich los? Ey, echt, ich schwör. Ich will nur einen Mic-Check und dann will ich einen Check für meinen Rap. Weißt schon, was ich mein? Kein Dreck. Nein, nein, ich will mich da bezahlen lassen. Das, was wir hier gerade machen, das sind harte Sachen und scheint Spaß zu machen. Und ich muss mich dafür gerade machen. Leute wollen mich einfach nicht in ihre Garage lassen, weil sie Angst haben, dass ich rauskomme als Jeff Bezos. Ich sag genau wie er, will ich nur die Pesos und sonst und es geht los. Also, wenn ihr nicht down damit seid, dann geht euch mal die Beine vertreten in ein weiteres Leben. Aber hier, wir zwei werden nur die Reihe vertreten. Ja, wir vertreten sie so wie Außendienst. Wir kommen rein, Jungs, wir brauchen Beats. Beats. Hallo, könnt ihr mal ein paar Beats spielen? Dann werden wir auch freestylen, denn sonst geht das nicht. Oh, das hat mich gerade ein bisschen rausgebracht, aber ich muss ehrlich sein, Spaß hat es auch gemacht. Ja, ja, sehr schön, das ist die Dance and Freestyle Show. Publikum, gebt mir ein Yo! Yo, und der Scheiß geht wieder los. Und alle hier sind bloß lila Hosen. N-Träger, lila Hosenträger. Ich nehm die Drogen später. Jetzt erstmal Rothaus, dann noch ein Lob auf der, der sich ein Floß baut. Flussaufwärts paddelt, mit der Angst im Nacken, dass es vermasselt, aber kein Problem. Das Paddel mal abzugeben ist kein Problem, denn ich sitze hier neben einem der Besten in der Freestyle-Kategorie. Und auch in den Tracks natürlich, damit du mich verstehst, ne? Ja klar, sowas mache ich sonst nie. Ich bin hier eigentlich quasi in einer Fremdkategorie, weil von Basketball-Talk habe ich keine Ahnung. Ich bin kein Experte und hab keinen Plan und wenn du mich fragst, was für einen Ball man da nimmt, dann dachte ich eigentlich, das wäre eher dieses längliche Ding, oder? Oh, dieses Rugby-Ei, quasi einmal daneben gelegt, so wie die falsche Henne oder der Kuckuck. Yeah, der macht ruckzuck, mal kurz aus dem Ei einen Spuckschluck, legt dann sein eigenes Kind da rein. Und du steckst es dir in den Hintern rein und so entsteht die erste Arschgeburt. Die Maske vom Kameramann hat sich grad versurrt. Er hat sie fast aufgegessen und ich hätte dabei fast meinen Flow vergessen. Alle, die vor dem Fernseher sind, er sollte sich eigentlich gerade selber filmen. Kann ich mal ihn filmen? Denn er lacht sich gerade scheckig. Aber ja, ich glaube, das check ich. Ich glaube, ich weiß warum, weil du sehr, sehr, sehr witzig bist. Und weil die Stimmung gerade so hitzig ist. In dieser Diskussion, was der Wortlaut. Herzlich willkommen bei der Dance Sportschau. Applaud, applaud the band. Wie abgesprochen, ja. Mir gut gefallen. Geil, fett.
Aber ich habe Basketball immer noch nicht kapiert. Stelle das Format vor. Okay. Alles klar. Gar kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Das mal. Deswegen liebe ich meinen Job. Es wird immer anspruchsvoll. Immer dann, wenn ich denke, yeah. Ich habe alles tausendmal gemacht. Yeah. Yeah. Kick it, Keno, kick. Ich bin nur ein Freestyle-Rapper. Was hab ich denn für einen Plan, was euer fucking Konzept war? Ich sitz hier nur rum und trink ein bisschen Bier und fühl mich bisschen dumm, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Aber ich rap einfach ein bisschen, glaub, das tut's schon. Das wird schon den Zweck erfüllen. Die Karte, die kannst du jetzt zerknüllen. Das mach ich sofort gleich und schmeiß sie dann auch weg und sag, das ganze Dreckskonzept hat überhaupt keinen Zweck. Weil das wird nur funktionieren, wenn ich in guter Form bin und Keno genauso gut rap. Ja, zwei gute Formen, die auch sehr gut zusammenpassen. Zwei gute Formen, die gut sind zum Anfassen. Ja, 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 was geht ab? Wir werden unbesiegbar hier auf dem Takt. Okay, um's zu kapieren, für die Leute, die uns nicht sehen können, wir zwei sitzen hier um einen kleinen Tisch, sozusagen in einem Wohnzimmer. Und um uns rum sind Musiker, die sehen so aus, als wären sie hier schon immer gewesen. Wir haben einen Gitarrist, einen Bassist, einen Keyboarder und wie es hören könnt, auch jemand, der Drums spielt. Und wenn die gut zusammen funktionieren, dann kommen wir heute noch ans Ziel. Das Ziel ist, euch zu unterhalten und zwar mit ein paar verwunderten Fakten. Alle ZuhörerInnen, alle Menschen und noch um das zu erwähnen, die Band, die heißt Danzen. Und das hier ist ne Freestyle-Show. Und wenn wir was machen, dann ist das hier Freestyle. Yo! Pipapo! Alles gerade ausgedacht. Pipapo! Aber hat uns gar nichts ausgemacht. Mikrofon! Wird hier niemals ausgemacht. Freestyle-Show! Und kein Rapper wird hier ausgelacht. Mikado! Jeder ist ein Gewinner. Mikado! Wir gewinnen immer. Oh, yes! Ah, yeah! Da hat noch einen den Sampler im Verkehr. Der Sampler ist ein Produkt, wo man mit ein bisschen Fingerspitzendruck ein Sample rausholen kann, einen Ausschnitt aus einem anderen Track und dann sagt ihr, oh shit, oder er sagt, oh yeah, das war fair, aber wo kam das gerade her? Wir laden das hoch und jeder mag's gern. Ich will das gar nicht erklären. Frag mal deinen Schwager oder seinen Vater und er sagt, oh yeah. On point. Mic drop. Oh, Mic drop, wir sind drin. Wir sind drin. Willkommen zur Danzen Freestyle Show. Und Keno repariert das Mikrofon. Es ist halt echt ausgegangen. Das ist kaputt. Das ist kein Problem, Bro. Ich mach's alleine. Kannst wieder gehen. Das ist halt wirklich, das ist halt wirklich ausgegangen dabei. Bitte. Ich dachte so, oh, scheiße. Ich dachte, ey, wenn Sammy das kann, kann ich das auch mal machen. Hier ist Teppich, das Ding hat einen Popschutz. Es ist eigentlich okay, aber... Du hast echt gedacht, es jumpt und springt wieder in deine Hand. Das ist ein Stahlteppich. Der Stahlteppich. Beste zum Putzen. Ja. Ich zahl das. Ich zahl das. Groove Station, ich zahl das. Ihr habt 24 Stunden Garantie. Wenn es morgen Abend noch funktioniert, behaltet's. Ich hab nochmal nachgeschaut. Es ist alles okay. Es klingt jetzt irgendwie anders. Die Stimme klingt anders. So Chipmunk-mäßig bei mir. Ich finde, das klingt ganz normal. als ob die Höhen weg wären. So. Ich finde, das ist voll normal. Harter D-Esser. Für mich fühlt sich überhaupt nicht verändert. Insane in the brain. Insane in the membrane. Insane in the... Wir brauchen Jingle. Jingle time! 3, 2, 1! Ach, du zählst mit den Dingern. Dancen. Die Freestyle Show. Kann ich einen Kameramann ausnocken und dann die Kamera auf ihn richten? Galf, ich will gar nicht sehen, wie du irgendwen ausnockst, weil du dich selber verletzt, glaube ich. Das hatten wir doch schon heute früh. Ich hatte einen schlimmen Unfall. Willst du davon erzählen, Galf, in einem Freestyle? Nein, auf gar keinen Fall. Oh ja, auf, bitte. Auf. Super, kriegst einen Trappy. Fuck off. Fuck off. Ungeschickt. Umgeknickt. Oh shit. Ungeschickt. Ungeschickt. Umgeknickt. Oh, umgeknickt. Ungeschickt. Ungeschickt. Umgeknickt. Umgeknickt. Ungeschickt. Sich selber dumm gefickt. Ey. Ungeschickt. Ungeknickt. Ungeschickt. Ungeschickt. Ungeknickt. Yeah. Das ist alles, was passiert ist. Ich wollte ne Runde spazieren gehen. Ich wollte ne Runde Sport machen. Ich wollte mich aus dem Saftladen fortmachen. Ich wollte wie ein Ford machen und Gas geben. Ich wollte den Kameramann in den Arsch treten. Doch mein Fuß blieb stecken. Und jetzt bin ich
lektioniert vom Becken. Abwärts ungeschickt, umgeknickt, ungeschickt, umgeknickt. Ich hätt's einfach umgefickt, umgefickt. Ich hätt's einfach umgefickt, umgeschickt. Ich bin heute zum 25. Mal in meinem Leben umgeknickt. Und ich weiß nicht, woran's liegt. Ich mein, ich bin nicht mal pummelig. Ich bin nicht mal wunderlich besonders. Aber es liegt einfach daran, es liegt an der Bandbreite meiner Bänder. Es ist die fucking Bandbreite. Sie ist nicht breit genug. Sie reißt ganz leise. Es macht nur. Und mein ganzer linker Fuß macht tack, tack. Eine Schiene am Fußgelenk, eine Schiene am Knie, eine Schiene am Hüftgelenk, eine Schiene vis-à-vis. Wie? Wie ein Brett vorm Kopf. Wie? Das rettet dich doch. Doch. Dachtest du aber, du fällst immer noch. Immer wieder durch die Gegend gehumpelt. Du dachtest, das ganze Gefummel mit dem Verband um dein Gelenk herum, das würde dir helfen. Aber dass du gerade auslaufst, das passiert selten. Vielleicht, fuck, Mensch. Ungeschickt, umgeknickt. Ungeschickt, mich jetzt einfach umgefickt. Ungeschickt, ungeschickt, umgeknickt. Ungeschickt, umgeknickt. Und dann ziehe ich die Karte. Oh. Galf, es geht an dich. Oh. Oben. Eigener Track. Erkläre der Band deinen Beat. Oh shit. Ist da Bock drauf? Ich habe schon Bock drauf. Jetzt zeigt sich's. Ich lehne mich zurück. Okay. Ich lehne mich zurück. Okay, ich. Baseline? Ja, Baseline. Baseline, wie geht die los? Okay, erstmal für alle. Das sind es auf jeden Fall schon 4/4, aber es hat einen extra Takt. 5. Nicht 5/4, ja. Also 4 Takte und dann kommt der 5. und dann wieder. Und dann wieder, okay? Ja. 5 Takte Form, ja. Okay. Und also dein, was jetzt? Bitte? Ja, hallo, seid ihr Pro-Musiker oder was? Nee, GarageBand-Style. Wer von euch ist gut in Mathe? Niemand. Okay. Die spielen dir jetzt so einen miesen 7/8-Takt. Dun, 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 klack, 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 klack. Dun, 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 dun. Wenn der extra Tag kommt, dann musst du auch nicht mehr spielen. Klack, klack, klack. Und du machst nur Percussion. Ganz viel Becken und da, 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 da. Und den Rhythmus ein bisschen. Und dann immer wieder. Den ganzen Track? Nee, beim zweiten Part nach der ersten Hook darfst du dann einen Beat spielen. Ja, yeah, genau. Und Gitarre gibt's, glaube ich, in den Track keinen, aber du kannst irgendwas machen irgendwann. Und dann richtig durchdrehen. Und du musst dir jetzt auch irgendwas aussuchen, okay? Yeah. Yeah. Ja. Ratschlag, nehm keine Ratschläge an. Glück wünsche nie, wenn sie nachträglich kam. Was ist der Plan, Kalf? Was geht's dich an? Jo, bleib in meinem Rhythmus. Ändert sich er nicht. Wenn er nicht mehr ist, bleibt ein Buddhismus. Geh auf die Bühne, kühl, bleib im Gedächtnis. Jo, Kalf, Wahnsinn. Jeez, what a parsing. Nutzen, doch müssen warten. Wenn Sinn, dann Wahnsinn. Clever, dick. Ciao, mein Jordan fließt seit letztem Jahr einmal quer durch die Normandie. Weiß nicht, woran's liegt, kein Mediziner. Haar von dem Schieber, Brother, Haar wie ein Flieger. Eigene Beatwahl, anderes Klima. Scheiß mal auf Feature, kick ein Freestyle, schreib's nieder. Sag noch einmal, die zwei Blätter hier wär nicht dope. Du mehr hiervon, mehr Wirkung, mehr hinkommt. Was wird schon, du bist Fahrplatz, Reservierung für Chartplatzierung. Ich kann für 3 Monaten über 4 Sonnen zu den Bechers wie beim Bierfond. Oh, was du bei anderen suchst, Veranlagung gut erkannt, Handlungsmut. Charmant kann, was alle können, doch hat einen anderen Bezug. Gib ihn nur ab, wenn der Gegenwehr passt. Es legen sie fest, dann legen sie nach. Ein Leben für was? Für den Moment. Wir geben ihn nach und schauen, was sich dann gerechnet hat. Yeah, und das geht so. Break. Hasta cielo, das da. Hoch, hasta el cielo. Platz da, ey yo. Das da geht hoch, hasta el cielo. Hasta, ey yo. Das da geht hoch, hasta el cielo. Jetzt gleich, jetzt gleich. Yeah, yeah, yeah. Gib Gas
Lange der Hochsturm noch reift, danach aber gehen die Brötchen mit Brot und Teig. Noch ein langer Brot zum Homosexualpreis, der Hungerlohn treibt jeder an, der unter uns bleibt. Schäbiger Fetisch, ich brauch mehr Geld, wenn ich ausgehe. Mehr Geld für Rap, yo, weniger geht nicht. Er für die Zwecke geben, die Schritte zählen, meine Schritte gehen in der Mitte zählen. Einen Schuss, wenn sich Spaß macht, ey, keine Chance, keine Chance, keine Chance. Ich hab einfach den anspruchsvollsten Track ausgewählt. Aber wir kommen einfach nicht mit den fünf Takten klar. Ihr kommt mit den fünf Takten nicht klar? Liegt an uns eindeutig. Ich würde das niemals auf den Rap. Ich fand's auch eigentlich dope. Aber halt auch das Ding ist so, ist tatsächlich in dem Moment merke ich, wie schwierig, also wie es mir jetzt fast unmöglich scheint, es nicht auf das Original zu droppen, weil da vielleicht einfach, ist halt ein Band-Sample so komplett. Also es hat quasi dieses... Mir hat's gut gefallen. Ich hätte euch den Track sagen sollen. Stimmt, dann hätten wir genau gewusst. Genau, Mahavishnu Orchestra. Ich finde es auch okay, also dass, was ich daran gut finde, ist, dass man Musik mal in ein Format packt, wo man danach so wie so Fußballer danach so diskutieren kann, was hat geklappt, was war nicht so gut, was würde man gerne mehr... Aktuelles Sportstudio oder was? Ja, man kann das so diskutieren, man kann sagen, das haben wir... Vor allem, er war dann jetzt halt auch einfach 4 BPM oder so schneller, das waren die, die mich jetzt auch beim Ding dann gekillt haben, wo ich also... Ja, immer auf dem Drama. Sagen wir mal 15 BPM. 15? Nicht ganz. Glaubst du? Okay, kann auch sein. Ja, auf dem Vier sollte mich eigentlich nicht killen. Hey, es ist eine Freestyle-Show, es muss hier überhaupt nicht alles funktionieren, ne? Ich bin aber auch cool damit, wenn mein Track nicht funktioniert. Ja, aber ich glaube, ich brauche eine neue Karte. Oh, Keno, eigener Track, erkläre der Band den Beat. Was? Das klappt jetzt wieder voll gut, weil du dein ganzes Leben nur mit einer Band spielst. Ja. Könnt ihr sowas spielen? Ja, genau. Okay. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Kann ich auch gerne 4/4 Chord und so. Das ist mir zu hart. Nein, war ein Joke. Ich find's gar nicht witzig. Nee, es war so schön gesungen und wir missbrauchen das hier. Das ist ein Hip-Hop-Format, Leute. Konzentriert euch. Mach das mal jetzt einfach, was ich gesungen habe. Ihr sollt das spielen. Wer hat denn hier schon an der Uhr gedreht, Alter? Ist es 4/4, 4-Taktik und mit Backing? Wie ist denn die Stimmung des Songs? Ist es eher so deep, eher traurig oder happy? Ich glaube, ich hab's. Also pass auf, ist es Reggae oder ist es wirklich Drehorgel? Es gibt nur Reggae oder Drehorgel. In dem Fall schon, bei den Chords schon. Kann Keno Chords mit dem Mund singen? Mehrere Töne singen. Wow. Nein, kann ich natürlich nicht, aber es ist eigentlich entspannt. Also Dur, Moll, also Hey, Alter, jetzt denk dir doch selber was aus. Ich meine, was soll denn das? Ich bin doch kein Blöde Fangfragen immer. Ich bin schon in einer anderen Band, wo alle studiert haben. Es nervt genug. Habe ich dir schon was vorgesungen? Ich habe kurz die Brille zurechtgeregt. Ernsthafte Frage, nervt es dich? So nervt es als Frontmann, wenn da alle Musik Studenten? Studiert haben? Ja. Ja. Nee, es ist also um ganz ehrlich drauf zu antworten, schon manchmal diskriminierend. Es gibt Kommunikationsschwierigkeiten. Die sagen so Wörter wie Trompete und so. Es ist tatsächlich so, dass Menschen, die Musik studiert haben, halt ganz viel Vokabular haben, um sehr exakt zu sagen, was sie da tun. Mhm. Stopp! Und du guckst genau immer ins Wörterbuch nach, so... Wie? Du guckst immer nach, hast du eine kleine Vokabelliste? Nee, ich bin schlau genug, um mir die wichtigsten Wörter zu merken und dann so zu tun, als könnte ich mitreden. Jetzt gib uns die wichtigsten Wörter weiter und wir spielen dein Beat, oder? Also es ist auf jeden Fall halt 4/4, ja, das ist die Taktart. Perfekt. Die Tonart kann ich dir nicht sagen. Dann müsst ihr euch Begriff dafür? Ich glaube, es war Swing. Ich glaube, es war geschwungen. Quattro Stagioni, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich denke mir was Neues aus. Ja. So nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wie man die Band lockt. Also eigentlich brauche ich nur einen Beat und einen Bass am Anfang. Und dann, da ist... So klingen alle meine Tracks. Ist nicht viel mit Gitarre und Klavier. Also ihr habt euch auch eine krasse Aufgabe ausgesucht für den einzigen Rapper der Welt, der mit einer Brassband spielt. Das stimmt. Wir können auch was anderes machen. Mhm. Was ist denn eigentlich euer Problem? Das Einzige, was euch fehlt, ist ein Trompeter hier. Keno hätte sein Album schon durchgespielt mit dem. Samu hat geile Trompeter. Hast du Samples? Also, ich muss sagen, ich kriege langsam das Gefühl, ihr habt gar keine Lust, ein Beat erklärt zu bekommen. Ihr wollt doch eigentlich nur spielen, was ihr wollt. Denkt ihr euch halt was aus, dann denke ich mir halt auch was aus. Ist es zu happy? Das ist der Snatch-Soundtrack, oder? Ja. Also sagen wir mal so, es muss
muss locker sein, was ihr da spielt, aber es muss auch eine gewisse Tiefe beinhalten, weil der Text ist eigentlich relativ also einfach. Doch mollig. Ja, vielleicht eher mollig, ja. Mollig? Wer genau ist hier, wird jetzt hier als mollig bezeichnet? Ja, ich. Mein Track ist mollig. Dein Track ist mollig? Ja. I like that. Wir machen Reggae draus, ist auch gut. Ich hab doch gesagt, entweder Drehorgel oder Reggae kriegst du. Okay, dann mach ich's halt auch als Reggae. Du bist, so wie du bist. Denn du wusstest, dass ich komm. Du lächelst, ich verstehe, denn es musste ja so kommen. Du weißt es, ich weiß es, genauso muss es sein. Wir beide gehören zusammen, denn es ginge auch alleine. Du bist perfekt, perfekt. Du bist perfekt, so wie du bist. Du bist perfekt. Du verstehst, denn es musste so passieren. Du weißt es, ich weiß es, genau so muss es sein. Wir beide gehören zusammen, denn wir würden auch alleine. Ich bin perfekt, perfekt. Ich bin perfekt, so wie ich bin. Ich bin perfekt, perfekt. Ich bin perfekt, so wie ich bin. Nur schade, schon schade. Schade, dass es mich nicht gibt. Nur schade, schade. So schade. Schade, schade, dass es mich nicht gibt. Impossible Truck. Ja, also da kann man jetzt aufhören oder man kann auch noch ein Outro ranzaubern. That's an impossible possibility. Beautiful. 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 Ich finde, es hat erstaunlich gut geklappt. Brutal. Reggae ist voll euer Ding. Ey, Keno, aber wenn uns jemand so genau ein Beat beschreibt, dann nageln wir das auch. Okay, ich schicke euch den Originaltrack dann mal als MP3. Von wem war der? Es ist eine Band, die heißt Moop Mama und der Song ist schon relativ alt. Von unserem ersten Album. Wie ist es eigentlich? Kann man zwischendurch pinkeln gehen? Ich müsste auch. Sollen wir die Mikrofone mitnehmen? Lass das mal machen. Den nächsten Song vom Klo. Das probieren wir jetzt einfach mal. Okay, komm, wir gehen pinkeln und... Okay. Jetzt? Ja, warte. Oh, yeah. Oh, oh shit. Oh. Oh, yeah, lass laufen, Bubele. Laufen lassen. Der Track heißt Laufen lassen, Leute. Aufgepasst, ey. Wenn ich's laufen lass, dann renn ich aus dem Knast. Okay, yeah. Aufgepasst, ey. Wenn ich's laufen lass, so wie aus dem Knast. Hoffentlich bis nach Haus geschafft, ey, yo, aufgepasst. Oh. Wenn ich's laufen lass, so wie aus dem Knast. Hoffentlich bis nach Haus geschafft. Kinos, was so passiert? Bisschen viel Klopapier, findest du nicht? Ja, ja. Erstmal Hände waschen. Danach erstmal Hände waschen. Mal machen.
sind gut, die Sounds sind gut, aber die Verbindung ist halt gekriegt. Die Verbindung ist schlecht, ich war zuerst fertig. Ha! Ey, ich hab nur einmal Hände waschen gehört. Hände waschen, bis zu Hände waschen. Ja, ich hab auch das Mic gehalten, während er mir den Lümmel abgeputzt hat. Ja, ich wollte gerade sagen, das Mic war's nicht, oder? Das Mic war's nicht. Meine Hand ist nass, hier ist der Beweis, ich hab sie nass gemacht. Er hat mich angemacht, ich hab mich kurz gewehrt, er ist jetzt... Ah, schon wieder hier. Ja, natürlich. Na, eben lag er noch K.O. in der Kabine. Sein neuer Name ist jetzt Sabine. Sorry. Laufen lassen. Laufen lassen. Aufgepasst, wenn ich's laufen lasse, so wie ausgepasst. Hab ich's hoffentlich noch nach Haus geschafft. Apropos, ich wollte es heute mal kurz laufen lassen. Dann ist was passiert. Oh, ich mach die Blase leer. Beende den Track, ich mag nicht mehr. Du magst nicht mehr? Nee. Okay, das war Kino zu viel. Das war zu viel. Ich glaube, ich habe auf den Popschutz gepinkelt. Pinkelpopschutz? Rappe über deinen heftigsten Trip. Okay. Shit. Könnt ihr was Trippiges spielen dann auch bitte? Was ist was Trippiges für dich? Wieso fragst du mich das? Du bist der Musiker. So Drum and Bass, Goa. Elektro, was ist... Boah, nee, nicht so hart. Nee, schon irgendwas, worauf man nice rappen kann. Ich glaube, es war eher an die Gitarre gedacht. Ja, ich glaube eigentlich auch. Psychedelic-Shit halt, oder? Psych-Rock-Style oder so, weißt du? So ein bisschen so Psychedelic. Psych-Rock mit Trap. Psych-Rock mit Trap. Oh, shit. Wee. Trippin' around here, bro. I'm trippin'. Trip, trip. Drip, drip, hurra. Drip, drip, hurra. Yeah. Gott, welche ist der schlimmste Trip? Ich mach den... Ah. Ich dachte, es war nur Wasser. Wasser. Doch es war Ayahuasca. Ich dachte, es war nur Wasser. Aber das war... Ayahuasca. Fuck, ich dachte, es war nur Wasser. Aber es war Ayahuasca. Ich dachte, es war nur Wasser. Yeah, 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 yeah. Ich dachte, wow, ich fahr mal nach Südamerika. Fuck, was glaubst du, wie high werd ich da? Das wird ein Trip, Trip. Ich hol mir den Drip, Drip. Ja genau, ich glaube, ich flip, flip. Ich war da in irgendeiner Bananenplantage und ich wollte da an irgendwas nagen. Ich traf dann einen Typ, der ein Zauberer war. Er hat was gemixt und er war immer da. Ja genau, er hat gerührt, er tat Pflanzen rein. Wovon handelt es sich? Er nahm einen ganzen Stein. Keine Ahnung, was das war, doch er warf's hinein. Und er sagte, jump hinein. Ich so, kein Problem, Zweitname Obelix. Und das war dann wirklich mal der Obertrip. Ey, yo, ich sprang in den Topf und ich wurde richtig dicht. Und runter kam ich davon nicht. Oh shit. Ich dachte, es war nur Wasser. Aber nein, es war wohl Ayahuasca. Ha! Ich dachte, es war nur Wasser. Trip, 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 trip. Fuck. Ja, ich dachte, es war nur Wasser. Doch es war Ayahuasca. Es war kein Wasser. Trip, 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 trip. Okay, drip, 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 drip. Ich hatte zu viele Drip, Drip. Ich hab jetzt einen gepickt bei einem Auftritt, Tritt. Also ein Trip, Tritt. Ein Trittbrettfahrer, ein Trittbrettfahrer. Zufällig in deiner Heimatstadt hab ich mich mal so richtig breit gemacht. Ich glaub, es war im Backstage. Also nicht im Backstage, sondern im Club. Backstage. War's eine geile Nacht? Jetzt kommt der witzige Punkt. Es war nicht Nacht, es war 15 Uhr, Punkt. Und 14 Uhr davor treff ich jemanden, den ich schon paar Jahre lang nicht mehr gesehen hab. Und der sagt, Galf, weiß nicht, ob du's weißt, aber mein neuer Name ist Morpheus. Also grün oder blau, grün oder rot oder auch welche Farben da waren. Ich sagte, alles im Angebot. Alles im Angebot. Und dann ging es los. Und dann spielte ich meine Show ungefähr bis zur Hälfte durch. Und plötzlich war ich ein Lurch, der auf dem Boden des Amazonas kroch. Und weil alles nur noch nach Atomgas roch, war ich wie auf die Stelle gefesselt. Und jedes Mal, wenn die Bass kam, musste ich mich... Wie sagt man?
wurde die Kurve in meinem Rücken krummer. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe die Show knallhart durchgezogen und wahrscheinlich so gut performt wie noch nie, aber in dieser Haltung und ich konnte mich nicht bewegen. Und jetzt mal, wenn die Bass reinkam, dann wurde ich schräger und schräger und schräger und schräger. Und 10 Minuten später hatte ich den Limbo geschafft. Mein Hinterkopf hat den Boden erreicht gehabt und ich sagte, fuck man, ich dachte es war nur Wasser. Doch es war Ayahuasca. Er dachte es war nur Wasser. Doch es war Ayahuasca. Fuck, er dachte es war nur Wasser. Es war Ayahuasca. Ayo. Trip, 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 trip. Ayo. Ayahuasca. Dann? Zwei Beste hinterher, ähnliche Ding, Substanz, ähnliches Ding, kurz vorm Gig, dann mitten im Gig, beim Track fährt's rein, fährt so krass rein, dass ich einfach so auf die Knie gehe, aber ohne Ansage und aber so war Festival, 300 Leute gehen mit mir während dem Track auf die Knie und warten halt auf dieses, dass ich hochjumpe. Und ich kam aber nicht mehr hoch. Ob original den Track auf den Knien mit den Leuten durchgezogen und danach, erst wenn das Sound weggeht, bist du ja wieder quasi, poppst du ja wieder raus. Und dann so. Aber du bist einfach dort geblieben. Ich konnte nicht hoch, Bro. Ich bin ja nicht runter, weil ich die Leute, sonst hätte ich gesagt, Leute, alle auf die Knie sind. Ich habe gerappt und bin dann so, nicht. Oh shit, ich fühl's so. Oh. Und alle sind mit mir runter, weil sie es auch voll gefühlt haben. Ich bin nur nicht mehr aufgestanden in dem Check. Also da kann ich auf jeden Fall derbe nicht mithalten mit diesen Bühnendrogen. Bro, du hast Ayahuasca genommen, das ist das Härteste, was es gibt. Aber nicht auf der Bühne. Und wer weiß, was du da alles performt hast. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall viel gekotzt und geschissen habe in der Nacht. Sowas habe ich zum Beispiel noch nicht geschafft. Es war richtig, richtig unangenehm. Aber das sind genau die Infos, die wir haben. Aber das ist super. Aber meine, das ist top, ne? Vor allem für die U60-Rapper, die zuschauen und die U16. Da kommt einfach ein ganz, ganz langer Piep. Kommt da drauf. 3 Minuten Piep. Hey, lass doch mal über Drogen rappen. Und dann so, 1, 2, 3, 4. Dann so geile, wie heißt das Ding, Bildunterschrift. Nee, wie sagt man, Untertitel. Ja, die einzig schlimme Drogenerfahrung, die ich auf der Bühne gemacht habe, war tatsächlich auch während einer Freestyle-Session. Es war keine schlimme Drogenerfahrung, aber ich hast du denn gekifft, oder? Ich mag nicht so gerne Drogen konsumieren, bevor ich auf die Bühne gehe, weil ich dann das Gefühl habe, ich verliere den Fokus und so und die Kontrolle und das kann ich irgendwie nicht aushalten. Aber dann habe ich mal an einem Joint gezogen von Maniac. An einem Blunt. Ja. Maniac raucht pur. Ja, und schau das an Maniac, das den pur rauchen. Der kommt ja vielleicht auch mal in euch. Maniac kommt in der zweiten Folge, ja. Wir schneiden es raus, wenn er doch nicht einmal kommt. Einmal kurz klar, womit der arbeitet, der Typ. Und ich so, ja komm, so kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind zum Freestyle, so ein Einzug geht schon, ist doch egal. Und dann war es auch so, dass ich so voll high war auf der Bühne. Und aber zum ersten Mal, normalerweise macht mich das nicht kreativ oder so, sondern nur müde. Es ist voll langweilig für mich. Und in dem Fall war es aber so, boah. Es waren so, jede Zeile hat auf einmal Sinn gemacht. Und es war so, dass alles so ganz langsam wurde. Und ich das Gefühl hatte, ich habe ewig Zeit, mir den nächsten Satz auszudenken beim Freestyle. Warst voll in der Zone, Bro. Und ich war voll in der Zone. Und dann so, boah, das macht echt Spaß. Und das Publikum auch so, alle sind voll. Und dann irgendwann kam so der Gedanke so, und was, wenn die das anders sehen? Dann war vorbei. Und dann war ich so, und dann lief gar nichts mehr, oder? Ja. Dann lief gar nichts mehr. Es war irgendwie, also es ging noch weiter, aber es war auf jeden Fall. Marihuana hat keinen Platz für Zweifel. Hattest du eine Aufnahme davon? Das würde mich jetzt mal interessieren, ob du das würde mich tatsächlich hast auch hast du es gegengecheckt nochmal? Nee. Können wir das bitte hier jetzt einblenden? Ich habe es auch noch nie erzählt. Yo, ich bin im Haus. Hallo, ich bin Kenus. Ist einer von euch ein Beatboxer? Ich kann Beatboxen, ja, soll ich Beatboxen? Ich habe früher schon ein bisschen gebeatboxt, in so Freestyle-Cyphers. Okay. Pum, pum, tschüss. Okay, das ist zu krass, ist zu krass. Mal lass den drin, der ist super. Ist geil. Das ist der Root-Style, Alter. Und jetzt nochmal eins runter, bitte. Mit oder ohne Karte? Mit oder ohne Karte? Mit oder ohne Karte? Gelb oder rote Karte? Mit oder ohne Karte? Mit? Okay. Mit Karte. Sucht im Netz nach einem Songtext deines Gegenübers. Okay. Oh yes! Das ist gut. Yes! Das finde ich auch gut. Yes! Wo ist mein Handy? Yes! Oh, bei mir sind noch Pornos offen. Ich hast du hier Wi-Fi? Ah! Ich hab hier Wi-Fi.
such im Netz. Ich will schauen, wie gut du rappst. Heut nicht, doch singe fresh. Gib ihm Trash, Trash. Okay, hier gibt's einen Keno, der ist um einiges bekannt als du. Schon haben wir ein Problem. Was muss ich jetzt? Trash, Trash. Ah, Woop Mama muss ich suchen, oder? Ja. Woop Mama ist die Band von Keno. M-O-O-P. Presto Prego. M-A-M-A. Galf Lyrics, Songs and Albums. Genius. Genius, das ist gut aufgehoben. Wie in Kommoden. Ist gut drauf mit Drogen. Gesetze zur Drogenregulierung. Nehm einfach das erste, halt den Moment fest. Halt den Moment fest, halt den fest. Yes, sir. Halt den Moment fest, halt den fest. Yeah. Halt den Moment fest, halt den fest. Sag, was ging bei deiner Geburt ab? Ich feier jeden Tag den Urknall, fragte mich, wo ist Schluss? Also berechnete ich den Cosinus des Drei-Monde-Zyklus. Die Regel wurde zum Satz, du hörst ihn. Er hat die Kurve gekratzt wie beim Curling. Wege über das Parkett, Choreografie der Planeten. Wenn ich nicht in der Mitte sein kann, dann eben daneben. Schräg ist nur eine Frage der gerade sich befindlichen Länge. Angst vor Veränderung wie Angst vor der Dämmerung. Aber irgendwann sollte es jedem dämmern. Der Mann ist dermaßen erhaben. Herrscharen streiten sich darum, doch das Mic kann nur er haben. Für alle Ogas und abgespaceden Dudes auf Erden, die wahren Gefährten gehen denselben Weg im Herzen. Halt den Moment fest, bevor er endet. Ich halt ihn an, solange ich kann. Er verschwindet, doch ich war nicht verschwendet. Halt den Moment fest, bevor er endet. Ich halt ihn an, solange ich kann. Das ist geil. Ich geb dir mal einen anderen Flow jetzt. Es gibt auch keine Lyrics von mir im Netz, die keine Fehler haben, weil ich halt Ich geb dir in der zweiten Strophe einen ganz anderen Flow. Aus den Tiefen des Alps riefen sie Galf. Es hieß Space Horse und Fake Flows ließen ihn kalt. Manch einer unterstützt den kosmisch angetriebenen Star. Doch sie sind alle in den Asteroidengürtel geknallt. View Krawall, wie chillen und rauchen Cyberblanz. Greif zum Mic und du hängst mit einer Hand in der Eigerwand. So wie Steven Seagal, wie tief kann man fallen? Du chillst nie mit dem Galf. Innerhalb meines Orbits formen Worte sich nicht, wie du denkst. Also sei vorsichtig, wie viele Kameraden gammeln seit Jahren rum im Planetarium. Doch scheitern an der Wahrnehmung, schade drum, weil's nichts bringt. Wer die wachsten Hits. Die wacksten Hits mitsingt, wird geblitzt, Dings. Wenn dich das traurig macht, tröste ich dich. Glaub es mir, es gibt immer einen noch größeren Fisch. Look at them fish. Look at them big fish. Keno's the biggest fish in here now. Wie mochtest du meine Version? Ich mochte deine Version überhaupt nicht, aber ich fand sie sehr lustig. Okay, welchen Song rappst du von mir? Ah, du wirst ihn schon erkennen. Okay. Bist du sicher? Ja. Aber kennst du den Song, den du jetzt rappst? Ich reite. Ich reite den Draht. Okay, weil ich kannte deinen Song auf jeden Fall nicht. Aus dem Weg da, weg da, räumt sofort die Radwege. Beat! Was kümmern mich eure Fahrpläne? Ich reite den Drahtesel. Aus dem Weg da, weg da, räumt sofort die Radwege. Was kümmern mich eure Fahrpläne? Deine verspätete Bahn gibt mich nichts an, guck wie ich Gas gebe. Trete ich in die Pedale und schwupps bin ich weg. Wie eine gerade gestartete NASA-Rakete. Zu schnell für deine Ratschläge. Hey, alles was ich höre ist üble Nachrede. Lege noch ein paar Zähne zu, alter Schwede. Das geht pfiuh wie bei der Karriere. Mein Antrieb, Muskel, Plakete. Brauch keine Bus und brauch kein Bus und Sparknete. Wäre deine diese schluckende Familienkutsche deinen Monatslohn ex, verstehst du? Du drehst eine Runde ums Karre, ne Parklücke suchen, während ich mich mit dem Parklücke ins Gras lege. Mein Dasein ist Idylle, Blümchen, Tapeten, ich chille, trille, zerknülle, Leasingverträge, yeah, ich hab die Riesenfete. Große Aufruhr vom Olymp bis zum Hades, was hier passiert, liegt nicht im Sinne des Quadrates. Diese Zeit der Dreiecke ist vorbei, endlich schließt sich der Kreis, die Erfindung des Rades, yeah. Großer Aufruf vom Olymp bis zum Hades. Was hier passiert ist nicht im Sinne des Quadrates. Die Zeit der Dreiecke ist vorbei. Endlich schließt sich der Kreis. Die Erfindung des Rades. Es geht um die Erfindung des Rades. Hört mir zu, ich hab das Rad erfunden. Halt den Moment fest, yeah. Komm schon, lass es rollen, lass es rollen, rollen, rollen. Lass es rollen, rollen, rollen. Lass es rollen, rollen, rollen. Lass es rollen. Part 2. Du bist ein Wunderwerk.
der Natur. Auf einem Wunderwerk der Technik, deine runde Körperkontur. Unbeschwert und lässig, sie reden und rufen und gestikulieren. Hände weg vom Lenker. Sie reden und hupen, gelten nur dir, denn du rollst wie ein Gangster. 2-1, fahr vorbei, drive by, Amos falsch, hab uns vergessen, wenn der Bambo ist zum Wollen. Komm, rap mich mal ein bisschen cooler. Bisschen Boys cooler. Würde sich gerne auf deinen Gepäckträger setzen. Boys gäbe alles nur, um deine Kette zu fetten. Oh shit, an der Stelle kriegst du Fat, Bro, Bro, Fettecke, Josef Boys. Ihr seid alle nur große Toys. Meine Boys sind hin und weg, drehen am Rad ohne Sinn und Zweck. Handeln immer Fact, ihr geht immer durch das Internet. Wir zwei vom selben Eisen, also komm in meine Hand und wir fahren über. Rot in den Sonnenuntergang, fahren über. Rot in den Sonnenuntergang, wir fahren über. Rot in den Sonnenuntergang, fahren über. Rot in den Sonnenuntergang, zusammen mit den Fanta 4. Wir sind jetzt zu sechs. Ich muss zu deiner Verteidigung sagen, es ist auch schwer, einfach einen sehr, sehr guten Song gut zu covern. Ja. Yeah. Was hast du gerade gesagt? Ich muss jetzt zu deiner Verteidigung sagen, wir waren uns da in nichts nach. Ja, ihr habt richtig die Werbetrommel gerührt füreinander, das gefällt mir. Ja, da merkt man mal, was in den Songs eigentlich alles so drinsteckt, ne? Wenn mal ein guter Interpret rangeht. Endlich. Dancen. Kino, auf welchem Level freestylen wir, wenn wir 60 sind? Keine Ahnung. Come on, bro. Also, wie alt bist du jetzt? Ich bin auf halber Strecke jetzt, über die Hälfte. 31. Du bist schon über 30. Ja, was ist das? Siehst so jung aus. Echt? Mhm. Danke. Hör auf! Mein Alus kitzelt. Das geht aber schnell bei dir. Ja, das geht richtig schnell. Ums Alter, da werde ich direkt jung. Okay. Also müssen wir irgendwas Hippes spielen, dann spielen wir irgendeinen Trap oder so. Ja, lass mal. Oh, das ist ein cooles Ding. Lass mal aus Rentner. Lass mal Rentner-Trap machen. Wie Rentner-Trap? Rentner-Trap. Okay, ja, Rentner-Trap ist ein gutes Thema. Das ist okay. Rollin'. Ich hab die süßeste Geschichte letztens im Park gesehen. Ich saß auf einer Bank. Und an mir vorbei gingen ein alter Mann und eine alte Frau. Okay. Beide sehr langsam. Okay. Sie im Rollstuhl, er am Rollator. Oh shit. Und er sagt zu ihr: Roll langsamer. Mit dir ist mir nie langweilig. Echt? Und sie hört ihn nicht. Und er sagt es einfach nochmal. Oh boy! Das war für mich smartest der Moment, wo ich gedacht habe: So, das ist erfunden, Liebe. Oder? Nein, ist nicht erfunden. Ach, das klingt wie ein guter Witz. Ja, aber es ist. Klingt wie ein guter Witz. Rentner-Rap. Yeah, ich weiß nicht, wie lange du da sitzt. Rentner-Trap. Yeah, yeah. Ey, das klingt wie ein guter Witz. Ey, Rentner-Trap. Wie lange du da sitzt. Rett nicht weg. Hast du schon was mitgekriegt? Ich hab schon was mitgekriegt. Was hast du denn? Ich hatte grad was mitgekriegt. Was hast du denn? Ich weiß es nicht mehr. Yeah, wir machen Rentner-Trap, Rentner-Trap, Rentner-Trap. Die Leute sagen endlich, es kommt raus und sie rennen nicht weg. Nein, sie kommen zu uns und haben so lange gewartet, wie auf diesem Album von Dr. Dre. Sie rennen nicht weg, weil sie Rentner sind. Sie können nicht weg. Kommt ganz langsam her und sie fragen mich, ob das schon der Anfang wäre. Yeah, eigentlich bräuchten wir Dreivierteltakt wie im Walzer. Nein, wir spielen das hier sicher im Altenheim. Ja, das ist unsere Zielgruppe. Yeah, und alles andere mir Schnuppe. Wir brauchen keine Clubs mehr. Nein, wir haben diese alten Heime und da rappen wir dann unsere Zeile. Yeah. Alte Männer und alte Frauen, alte Leute halt. Alte Leute halt, alte MCs, die durch die ganze Szene ballern. Was du da gerade hörst, sind die Zähne, die klappern. Yeah, yeah. Das Gebiss fällt gleich raus und du passt besser auf, denn es packt ein paar Flaus aus. Alte Rapper können besser rappen als Junge, denn sie haben die ältere Lunge. Sie haben mehr Luft und sie haben mehr Erfahrungen. Sie haben mehr Paarungen hinter sich, deshalb sind männliche Rapper perfekt
für männliche Rapper. Manch ein junger Mensch, der mag das nicht, aber halt mal die Fresse, die Erfahrung spricht. Oh yeah. Das bin ich, ja, das bin ich. Ey. Hast du grad gesagt, das magst du nicht? Yeah. Du bist zu jung und hast eine Fistelstimme. Du warst noch nicht im Stimmbruch, ich beginne. Yeah, willst du sehen, wie ich die Toys fick? Ich überroll sie einfach mit dem Joystick. Bro, drei Gänge, keine Zwänge. Einfach laufen lassen, keine Enge. Bro, ich halte nichts mehr zurück. Ich bin alt, ich halte nichts mehr zurück. Ich schock den ganzen Tag am Fenster wie Überwachungskamera. Du kannst da nicht parken, fahr mal weiter, Kamerad. Yeah, das ist keine Trap-Oper. Aber ich werd mal ein Rap-Oper. Eventuell sollte ich jemanden finden, der sich entscheidet, mit mir Zeit zu verbringen und Kinder zu zeugen, die dann wieder Kinder zeugen. Ansonsten wird das nichts mit dem Opa. Shit, boah, ich hatte die perfekte Trap-Idee mit Adlibs hinten dran. Ich hatte sie! Top, ich fand Top-Song. Ich fand den gar nicht so gut, den Song. Nee? Ich fand den super smooth. Fandst dein Part nicht so gut oder woran lag's? Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich fand, es hat nicht so richtig hundertprozentig gezündet für mich. Ja, gut, 100%. Wir machen einen Track, wo einer von euch 10% gibt und der andere gibt 100% Vollgas. Und dann gucken wir, wie das klingt. Oh Gott, okay. Wie soll das funktionieren? Aber dann müssen wir. Wir probieren's, okay, wir machen's. Nee, pass auf, ich hab die. Eine gute Idee. Weißt du, wie das funktioniert? Wie? Das heißt, einer sagt alles und der andere beendet halt immer nur den Satz mit einem Wort. Das sind dann 90-10. Okay. Oder wie soll ich jetzt... Nee, ich dachte 10% Engagement. Ja, eben. Also wie soll das gehen? Ja, du rappst jetzt richtig krass einfach und ich rapp echt scheiße. Aber wie kann ich mich... Ich find's cooler, wenn wir... Der eine gibt 10%, der andere 90. Das wäre interessanter, glaube ich. Also du machst das... Du machst jetzt... Ich fang jetzt einfach an und du musst irgendwas was daraus... Machen. Vielleicht fallen dir irgendwelche Dinge ein. Sachen. Ja, geht nicht, okay. Also, okay, dann mach du aber 90% und ich chill. Fuck, jetzt muss ich mich anstrengen. Das wird mir jetzt schon schlecht davon, wenn ich daran denk. Ey, da muss ich aufstehen. 100% gibt man nur im Stehen. Sonst kann das übel ausgehen. Denn sonst bleiben 50% sitzen und die anderen 50% haben auch schon einen sitzen. Und das ist dann ziemlich scheiße, aber ergibt noch 100. Ich hab gerechnet, aber ey, wen wundert's? Denn ich komme aus München und da gibt es Tradition. Das ist Sache in der Stadt, wo ich wohne. Aber da gibt's andere Rapper, die rechnen noch viel besser. Das weiß ja jeder. Ja, was geht ab? Ich komme nicht vom Goetheplatz, aber ich hab mal in der Nähe gewohnt, so nebenan, das geht ab. Ja, ja, was los? Ich hab keine Reime mehr. Ich glaube, ich bin runtergegangen, auch 80, nicht mehr. Yeah, das sind schon 70 gewesen, aber hey, das sind hier richtig steile Thesen. Ja, genau, ich verringere meine Prozentzahl und ich dance durch den Saal, ganz normal, um das auszugleichen. Denn die Reime scheinen wieder auszubleiben. Ich glaube, ich scheine den Rest auch zu streichen und dem nächsten Part einfach auszuweichen. Ich gebe 100, er gibt nur 10. 100 Leute wollen das sehen, 10 finden das unangenehm. Aber ich rede sicher nicht mit denen. Jetzt bist du dran. Oh shit. 10%, Alter. Geh mal was essen. 10% heißt erstmal Thema vergessen. 1% davon, man sieht mir an, dass ich gar nicht klarkomm. 2% ist die FDP und die rennt gerade rum, als wären sie auf Halluzination. Ballern diese Poster raus an die Nation. 3% AfD. Arschficken die AfD. So sieht's nämlich aus. Ich muss nicht mal mehr reimen und nicht mal dafür gerade stehen. 4%, wenn's hier schon brennt, bin ich immer noch der Typ, der hier bloß pennt. Und wenn er halb verbrannt ist, immer noch nicht aus dem Raum rausgerannt ist. 5%, du solltest dir was wünschen, denn 5% ist immer noch sehr inkonsequent, aber 5% sind genug für einen Rabatt, dass die Leute sagen, da mach ich Schnack. Das bestell ich. 5%, zweistellig hinter der Null gespart. Ja, ihr wisst, wo ich herkomme, aus dem südwestlichen Part. Nämlich bin ich Schwab oder nicht, aber kein Problem, denn ich hab 6%. Beim 6% Rechne zu machen ist gut für die Potenz. Ablenkung immer gut für den Mann, damit er nicht zu früh kam. 7%.
hast du dir einen Flieger gegönnt. Für 7% weniger Geld als der Rest. Und nun haben wir gemerkt, dass ich immer unter den 10 geblieben bin. Denn nichts von dem hier ist voll. Lass es offen, lass es offen. Weil ich finde nicht, dass es fertig machen muss. Bei 10%. Mic drop. Ja. Tschüss. Mach's gut, ne? Ciao. Ist das dieses Spiel, wo man in die Tüte greift? Jetzt sind es 12%. Das sind 12%. 10%, das sind 10%. Genau, das ist jetzt Grab the Bag. Grab the Bag. Kennt ihr Grab the Bag? Wir drehen die Rollen jetzt um, Geif. Jetzt musst du 100%, weil ich will sehen, wie du das um 90% upgradest. Ich muss sagen, die Einstellung, die man hat bei 10%, ist eigentlich die bessere. Ja, weil wenn man sagt, ich gehe jetzt da rein, ich gebe jetzt 100%, dann ist man direkt abgefuckt, weil man es einfach nicht hinkriegt. So, es muss jetzt der beste Rap aller Zeiten werden und dann verkackt man das erste Mal und denkt sich so, fuck, okay. Deswegen meinte ich sofort, es funktioniert nicht. Also 10% rappen gibt's auch nicht, weil dann rappst du halt nicht. Ja, also sagst du nur noch 10% der Wörter oder so. Es war jetzt ein Experiment und wir haben neues Wissen gesammelt, das wir jetzt an die Nation weitervermitteln können. Du hast doch studiert, Alter. Das merkt man gleich, Alter. Und wenn ihr... Der hat studiert. Hast du abgebrochen? 80%? Ich hab 85% von meinem Studium gemacht und dann erfolgreich abgebrochen. Ich habe deutlich weniger von meinem... Okay. Ich finde, das haben wir stabil gemacht auf jeden Fall. Ich finde eigentlich, als der Track geendet hat, war die Show schon aus. Ich finde, das, was wir jetzt reden, ist alles... das ist während der Abspann läuft. Abspann, Leute. Wenn die Leute sich umziehen, immer schön abspannen. Let's do it. Ich muss mal kurz reinkrätschen, weil wir haben eine E-Mail-Adresse, wo man uns erreichen kann. Freestyleshow@dansen.de, oder? Und was macht ihr gerade, eine wissenschaftliche Untersuchung oder warum? Ich meine, wenn da draußen RapperInnen und Rapper sind, die sich angesprochen fühlen von unserem Format und 10% mitbringen hier. Wir nehmen auch 10% an. Cool, dass ihr da wart. Vielen Dank. Vielen Dank, Leute. War Bombe. Warte, ich mal noch einen Abschlag. Kannst du einen Effekt machen? Ja. Ah, das ist er gelandet. Okay. Geif, setz dich hin, hörst dich an. Wir spielen ein Outro für dich. Mit Jingle oder nur Outro? Was sagst du? Mit Pimmel. Mit Pimmel. Wir danken der Groove Station, Knitterfisch und Fritz Cola. Wir sind Dansen. Vielen Dank, Leute.